Freunde, hallo, da ist er wieder, der Kingston mit der Crew. Jetzt ist es so, liebe Freunde, wir hatten ja 55 Sendungen, Story-Modus beendet. Dann gab es lange Zeit nichts, hat diverse Gründe gehabt, nämlich mit meiner Grafikkarte, aber das nur am Rande. Wir haben uns überlegt, was machen wir? Story-Modus ist rum. Groß rumgrinden wollten wir eigentlich auch nicht. Ich weiß, es gibt eine Menge PvP-Fraktionen, Fraktionsrennen, dann kann man noch diverse Übungen, Sportübungen von Bronze bis Platin bewältigen. Das wollen wir jetzt aber nicht alles machen. Wir haben trotzdem gesagt, 3-4 Sendungen machen wir noch. Letzte Sendung kündigen wir dann an, ziehen dann nochmal ein schönes Fazit und dann werden wir dieses Game sozusagen auch, ich will nicht sagen beiseite legen, zumindest nicht mehr dann Let's Playen. Dann möchte ich natürlich noch sagen, 55 Sendung mit meinem Freund Doga alias Doggy, er hat sich schon neben mir hingeparkt, ist auch nochmal dabei, hat gesagt, komm, wir machen nochmal 3-4 Sendungen und dann machen wir hier Schluss. Genau, wo soll man sonst auf Crew-Dienste nicht verfügbar stoßen? Richtig. Man hat sich schon so dran gewöhnt. Also ein bisschen Spaß muss es ja sein. Crew-Dienste war da eine tolle Sache. Und auch verkehrte Taste drücken, wie ihr seht. Auch das mache ich immer noch sehr gern. Jetzt haben wir uns gedacht, komm, wir machen jetzt, wir hauen jetzt noch 3-4 Sendungen raus. Und dann darf jeder noch einmal was dazu sagen, wie es ihm gefallen hat. Ich wechsle mal eben noch kurz mal das Fahrzeug. Du kannst dir schon mal Gedanken machen, was wir jetzt noch anbieten könnten. Auf was du denn Bock hast. Doggy. PvP-Rennen wollten wir mal machen. Das durfte ich ja bisher immer alleine bestreiten. Das sieht man auch an deinem Bentley. Du hast natürlich ganz schön aufgemotzt. Ist natürlich eine harte Sache. Vielleicht könntest du mich in der Zwischenzeit schon mal in die Crew einladen. Dann können wir da ein bisschen weitermachen. Und dann melden wir uns einfach mal für PvP an. Schauen wir mal, ob das relativ schnell geht. Ich weiß ja, wir hatten ja mal zwischendrin mal probiert mit in den verschiedensten Levelstufen, aber da war das weniger erfolgreich, was die Gruppensuche betrifft. Doggy, du kennst dich gut aus, also dann hau mal rein und schmeiß doch mal bitte ja, ein PvP-Rennen an. Komm. Antworten. Annehmen, meine ich. Gut, PvP an der Westküste. Warte auf Antwort. 2 von 8. Das war ja wir sind schon mal dabei. Wie immer. Jetzt müssen wir wieder eine halbe Stunde warten. Sollte das jetzt nicht klappen, innerhalb von den nächsten 5 Minuten, würde ich sagen, lass mal's bleiben. Na? Dann machen wir einen Fraktionskampf. Wieso, was ist der Unterschied zwischen einem Fraktionskampf und... Achso, ja. Das eine sind, wenn ich dich unterbrechen darf, Spieler und das andere ist NPCs. Das andere ist NPCs. Ach PvP so. Ist halt gegen Mischlichtspieler und aber Fraktionskampf. Ja. Sind halt NPCs. Das leichter zu schlagen. Ja. Ehrlich gesagt. Die Sache ist jetzt, Doggy, die PvP-Geschichten, ja? Die gibt's ja irgendwie auch als Fraktionskampf. Kann das sein oder habe ich mich da irgendwie getäuscht? Erzähl mal was drüber. Was ist das? Ja, du. Genau, habe ich mich da auch nicht kundig gemacht. Ah, doch. Fraktionskampf ist halt, dass du gegen einmal, also öffentlich halt gegen andere Fraktionen antreten kannst. Um dann wahrscheinlich für die deine Fraktion ein paar Punkte mehr zu sammeln. Und du kriegst ja jedes Mal, wenn du einloggst, auch ein bisschen Geld für Fraktionstreue, ich nehme an. Oder du kriegst auch monatlich, glaube ich, einen Bonus. Wenn deine Fraktion die beste ist, gibt es ja dann auch irgendwelche Bonus. Aha. Guilds, oder? Ja. Welche es waren, kann ich mich leider nicht erinnern. Schon ein bisschen länger her, wo das mal gezeigt worden ist. Und dann gibt es natürlich auch noch das öffentliche, wo alle eingeladen werden können. Da spielt es halt Mann gegen Mann. Was hast du jetzt hier gemacht, weil wir so lange warten müssen? Fraktionskampf habe ich gemacht. Warum? So.
Weiß schneller geht, Doggy? Weiß ich nicht. Also wir können gerne mal das andere versuchen. Probier mal, weil... also wie gesagt, wenn jemand Fraktionskampf machen sollte, entweder später am Wochenende, am Nachmittag, da geht es vielleicht eher, dass man da noch jemanden trifft. Ansonsten zur späteren Stunde wird es ein bisschen haarig, glaube ich, hier, oder, Doggy? Das so was. Ist ein bisschen schade. Frei für alle. Kämpfe für dich selbst, heißt das dann. Ja, genau. Kämpfen wir mal für uns selber. Ich nehme mal die Einladung an von dir. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ah, 054. 4-4. Der Ball besteht 054. Bei mir 4-4. Doch, jetzt steht 4-4. Siehst du, Doggy. Also, kaum sage ich es richtig an, geht's auch. Du musst schon wissen, was du machst, Doggy. Ich dachte eigentlich immer, du weißt, was du tust, aber... Anscheinend war dem nicht so. Egal. So, was haben wir hier? Doggy. Was will er hier machen? Big Sur, Sprint? Mit Geländewagen oder was? Was muss ich machen, Doggy? Es geht hier tickt irgendwas runter. Rennen ist doch Rennen. Gelände. Ja, wie? Kann ich mein Auto gar nicht auswählen oder was? Doga? Doch, hättest du aber jetzt nicht mehr. Ja, wieso ist das? Ist ja die Zeit abgelaufen, oder? Wieso normal geht rechts unten. Deine Fahrzeugauswahl und dann kannst du auswählen. Bei mir ging gar nichts. Also ich habe einfach nur... Ich weiß gar nicht mehr, was fahre ich jetzt hier, Doggy? Wahrscheinlich mit deinem... was hast du denn? Gelände ist doch dein Nissan. Der Nissan oder was? Ja, würde ich mal sagen. Aha. Das wäre jetzt kein Gelände. Oh Gott. Mir wird gerade schlecht, Doggy, wenn ich jetzt hier so rein... wenn ich das so sagen darf. Sieht mir aber nach Straße aus und nicht nach Gelände. Schande. Okay, wo sind wir? An alle unter uns. Doch, ich sehe mein Auto nicht. Doch, da. Ist er das? Oh. Ja, neben mir. Wieso ist jetzt der Auspuff nach oben gelegt? Da ist er. Okay, weil ich nur einen hatte, hatte ich wahrscheinlich auch gar nicht die Auswahl gehabt, Doggy, oder? Wahrscheinlich. Wieso sind wir 8? Du hast vor uns gesagt, wir sind 4. Was soll das? Doggy? Da stand 4-5-4, ja, vielleicht ist einer da oben. Meinst du, es sind NPCs? Sind hier NPCs dabei? Ich bin, glaube ich, 7. Und zwar vorm Doga. Ja, guck dir mal die Punkte an. Ich fühle mich irgendwie so wie du sonst immer. Aber wie geht es, dass die im Geländefahrzeug dann so viele Punkte haben? Machen die dann Platin-Sachen? Oder ja, das ist auch Platin, richtig. Aber wie die haben doch gar nicht die Leistung, das zu machen, oder? Ne, es gibt ja auch extra Mission, Sachen, wo nur Geländefahrzeuge Punkte machen können. Ups. Aha. Also eins hier hätte ich, das ist der Doga. Wieso bin ich 5? Ach, die fahren alle locker an mir vorbei, deswegen. Oh. Eieiei, oh. Doggy. Musst du weghauen. Können wir doch, oder? Oder können wir uns gar nicht gegenseitig treffen? Das wäre natürlich optimal. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal nicht, das wäre ja langweilig. Oder? Kannst du den wegrammen, Doggy? Ich hab's noch nicht probiert, oder? Noch nicht geschafft, ihn zu berühren. Wo bleibst du denn? Ich bin hinter euch, mach dich mal locker, Doga. Na, ich dachte, sonst hängst du mich im Gelände eigentlich immer ab. Ja. Nee, wir können uns nicht gegenseitig treffen. Das ist für uns beide natürlich gut. Aber ich habe natürlich 500... Für die Gegner. Ich habe 500 Punkte hinter dem ersten. Oh, wir sind schon im Ziel. Performance-Punkte? Sollte vielleicht mal Turbo einsetzen hier. Hast du einen? Ja, du nicht? Natürlich. Also ich bin 6. Also somit nicht letzter, oder? Kann das sein? Richtig. Gab's nicht 8 Leute? Also vor uns waren es zumindest mal 8. Das war eine kurze Geschichte. So war das ich Sprint. Letzter? Nee, ich war 6. Bin 4. Hm, gibt Punkte. Aber es waren doch vor uns 8. Also ich verstehe das Ganze nicht. Jetzt bin ich 6. Es gab auf jeden Fall Bugs, 16.000 Bugs. 16.000? Also wow. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ja, nee, hast recht. 16.000. Super, Doggy. Na, ich sag mal, war von Anfang gar nicht so schlecht. Gibt's noch so ein PvP-Ding? Machen wir halt mal noch. Das geht ja noch weiter. Wie, das geht noch weiter? Du kommst ja jetzt wieder in die Lobby und dann wählt er wieder aus. Wenn keiner rausgeht, kann der ja gleich weitermachen. Aha. Aber ich möchte jetzt mal ein anderes Fahrzeug oder was, Doga? Es kommt drauf an, was er auswählt. An verfügbarem Event. Sachen. Was macht er jetzt? Hat er Probleme beim Auswählen?
Schwarzes Gold. Nee, schon wieder. Jetzt hat er schwarzes Gold. Ja, ja, wo kann ich mein Fahrzeug auswählen? Es piept schon wieder. Gelände. Jetzt geht's auf Fahrzeugauswahl und dann müsste sich rechts ein Fenster öffnen. Bei mir nicht. Ich kann jetzt aussuchen. Wahrscheinlich, weil ich nur ein Geländefahrzeug habe. Kann das sein? Zumindest mit der Stufe vielleicht. Siehst du, ich kann. Oh, jetzt habe ich gewechselt. Also bei denen wollte ich jetzt gar nicht fahren. Welchen hast du jetzt, den weißen? Ja. Ein Challenger? Ja, super, mhm, hast du das gemacht. Also ich konnte nicht wechseln. Liegt wahrscheinlich daran, Freunde, dass ich nur einen habe. Oder? Oh, je schlechter deine Position ist, desto mehr Nitro steht dir zur Verfügung, Dogger. Das ist ja eigentlich genau. Ah. Deswegen. Oh! Kannst du dich an das Ding noch erinnern? Nichts, wenn du trotzdem irgendwo. Okay, guck doch mal die Mission hier an. Kannst du dich hier nochmal dran erinnern? Da haben wir nochmal ewig lang rumhantiert. Hier in der Grube. In der Bohrinsel, ja genau. Häschen in der Grube. Häschen in der Grube? Ich bin auf jeden Fall mal dabei und schieße mal ganz schön. Oh, das Geile ist, man kann ja durchfahren, Doggy. Ja, das ist ja. Ich hätte mich positiv für uns. Das Problem ist nämlich, ich hätte mich beinahe abgebremst. Ich kann sie zwar nicht jetzt wegschießen. Doggy, ich sehe nichts. Du darfst den anderen Leuten natürlich nicht hinterherfahren. Ich nehme erstmal den ganzen Gartenzaun mit. Der letzte fällt raus, oder? Kann das sein? Der fällt aus? Der letzte fällt raus, Doga. Ach so, okay. Dann ja, ist es wohl ein Kampf zwischen uns beiden. Ich habe massive Probleme, aber wer hat ihn nicht? Ich merke nur, ich muss den Sound leiser machen. Ja, schon wieder? Doch, geht taumelt. Aber es ist gut so, wenn der Sound noch ist, dann sprichst du auch ein Stück gleich lauter. Ja, richtig. Da verstehe ich die Leute auch besser. Freuen sich die Nachbarn. Was leider verloren steht bei mir da? Ich bin schon raus, oder was? Ja, nur ein Leben. Du hast ja drei. Du kannst also noch aufzählen. Vergess nicht, Nitro zu benutzen, ne? Ja, ich gucke mir gerade die Landschaft ein bisschen an. Hier arbeiten ein paar Lords. Du kennst ja die Strecken alle. Du bist ja schon öfters gefahren. Was? Oder? Nö. Länden bin ich noch gar nicht gefahren. Das ist eigentlich nicht mein Klientel hier. Aha. Was fährst du sonst immer? Dreirad? Eigentlich würde ich immer nur Rennen fahren. Rennen? Mhm. Oh, wär, jetzt überschlage ich mich. Wieso wäre ich angezählt, Dogger? Ich habe noch ein Leben. Ich könnte dich ja mal vorbeilassen. Nö, ach Dogger, komm. Ein bisschen mehr Zeit. Mach dann nicht immer so Kuschelrunden hier. Das wollen wir nicht. Na gut, dann sterbe ich halt als nächstes, oder falle ich als nächstes raus. Die anderen sind ja 500 Meter weg. Okay, also ihr seht selber, man muss natürlich hier unheimlich schauen. Eigentlich macht es keinen Sinn, wenn man mit 500 Punkten dahinter steht, oder? Fehlerfrei muss man fahren, dann hast du auch ein bisschen. Also ich wurde eliminiert Chancen. Und bin jetzt bei dir drin. Ich bin jetzt im Xfinity-Modus. Komm, Doggy. Der Nächste bist jetzt du, der noch drei Leben hat. Schauen wir mal schon beim Doga zu. Schaut mal, wie ihr das macht. Ja? Hier immer schön abkürzen. Immer schön schummeln. Jetzt geht's erst Leben weg, Aua. Doggy. Das Leben ist weg, genau. Das wäre auch peinlich, wenn die Jungs hier nach uns ins Ziel kämen. Wieder schön abgekürzt. Super. Ich gehe mal zum nächsten Spieler vor. Was sind wie die anderen so? Hier, das ist. Das Dinger, ja, Ray. Guck mal bei der 4. Der ist Erster. Wer ist denn vor mir? Der ist Erster. Und Lords, der fährt auch an das Auto wie wir. Bin gleich weg. Meine Hand, der fährt ganz anders Auto. Ja, cool. Guck mal, wie der fährt. Ja. Fahr noch nicht besser. Gehen wir mal zu Luz Machiga. Die hat sich schon ausgenommen. Dann nehmen wir das. Jetzt nehmen wir mal einen Zeppelin. Zeppelin. Ja, wobei, der fährt ja genauso. Also bitte. Der lebt nur von seiner Performance. Doch. Ja, eigentlich nur von seiner Leistung. Ja. Ja, wirklich, fahren kann er auch nicht. Müssen wir jetzt hier warten, bis alle durch sind oder was? Ja. Okay. Oder warten wir. Wenn du das sagst. Hier schön in der Außenansicht. Tschüss. So, jetzt sind wir beim nächsten drin. Bei wem ist. Ach, ich bin bei der Nummer 1 drin. Beim Strong J? Ja. Beim Strong Max? Beim strammen Max? Stramm Max. Kennst du strammen Max schon mal gegessen? Mit Ei? Kennst du? Hab ich schon mal gegessen. Au, ja. Au, Eischinken. Oder Speck. Wie Eischinken oder Speck? Entweder oder mit allen. Doggy. Mit allen drum und dran, ja. Okay.
So, jetzt sind wir immer noch beim Zebulin. Nee, der ist jetzt gleich weg. Ja, und tschüss. Komm. 4 Sekunden noch. Kann er eigentlich gleich hier gegen die Wand fahren? Dann müssen wir nur noch einen gucken. Blindax. Jetzt ist Blindax dran. Und ob er den Strong Jay einholt, mag ich zu bezweifeln. Das glaube ich auch, weil der stramme Max vorne ganz schön durchzieht. Ja, der fährt doch nicht so schlecht. Wer? Der stramme Max? Ja. Ja, die haben das drauf, die Lords. Er hatte bestimmt ein Lenkrad. Macht schon, denke ich, eine Menge aus. Ja, aber auf der anderen Seite ist es wie eigentlich für ein Lenkrad trotzdem ist es zu arcade-lastig. Hm. Deswegen, tja, weiß man nicht, ne? Schön gesprungen. Wie gesprungen? Oh, okay. Guck dir das mal an, also der Bank. Ich war auf jeden Fall Sechster. Ich war der Erste, der draußen war. Schwarzes Gold, es gab wieder. Aber auch wieder 16.000. Ja, da ist es voll egal. Da lässt sich was mitnehmen. Du kriegst auch nicht als Erster 16. Kriegst du auch 16.000 wahrscheinlich. Das weiß man nicht, Doggy. Ja, du willst hier ja noch dein Mini kaufen? Das Geld habe ich, glaube ich, schon. Ich habe, glaube ich, 200.000. Wie viel hat das gekostet? 200.000. Habe ich im Griff. Wie viel gibt es denn jetzt noch davon? Weiß nicht, ich habe noch nie ausgewählt. Ich war noch nie der King of the Hill. Oh, ist ein neuer dazugekommen. Lutzmagica. Nee, Doggy. Der war vorhin schon da. Schön, wie du aufpasst. Da habe ich aber nicht gesehen. Also, Freunde. Was machen wir? Komm, machen wir hier mal weg. Noch einen? Komm. Nee. Hä? Nee. Einfach mal weg. Einfach mal raus, Lord. Aus. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier an Kohle habe, Doggy. Und wo konnte ich die Rennautos kaufen? Das war doch gleich hier irgendwo, ne? Bis erstmal ins Hack. Wie, was, wo? Hauptquartier. Wieso das? Ist denn auf deine Sammlung? Da suchst du dir denn dein Mini aus? Achso, geht das? Ja, dann gehst du auf Kaufen und dann wirst du direkt zum Autohändler hingebracht. Alles klar, dann schauen wir uns das Ganze mal noch an. So, zum kleinen Abschluss vielleicht noch den Mini zwirbeln. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich muss mit dem Mini dann alle Platins nochmal machen. Richtig. Nee. Kaufen kannst du halt Stufe 40 Sachen. Ja. Alles ja. Was. Dann hast du halt deine 740 Stufe fürs okay. Auto. Ja. Und dann musst du. Ja, aufwerten. Aha. Klingt nicht wirklich spannend. Ich schau mal gerade durch. Sekunde, Doggy. Hier wird ganz schön nachgeladen. Hier geht's ja für ein paar Euros, kann man wieder ein bisschen was zwirbeln. Zum Beispiel den Mercedes. Tja, wo ist er? Wo ist er, der Kollege? Mann, ich hab ihn irgendwo mal gesehen gehabt, Doggy. Schöne Zahn. Dann haben wir hier. Was haben wir denn? Da ist er, der Mini. Ich muss erst die Serie kaufen. Ich glaube, ich spinne. Ist da? Ich kaufe mir jetzt das Serienauto, ne? Ja, genau. Da muss ich mal so nach New York reisen. Das hat er mir gleich angeboten als Blitzreise. Ist ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen, weil eigentlich habe ich ihn ja schon. Ja, ich habe ihn ja schon im Petto. So, da ist er. Derselbe? Ja, weiß ich noch nicht. Jetzt mache ich erstmal kaufen, oder Doggy? Ja. Gut. Jetzt haben wir das Ding gekauft, den Mini, ja, den ich ja schon habe. Kauf dir beim Tuner ein Ausrüstungskit für dieses Fahrzeug. Kostet 31,5, habe ich noch. Ah, aber Lord. Müsste reichen, oder? Ja, da reicht, aber ich glaube, das Auto sieht dann richtig geil aus. Da habe ich ein bisschen was entdeckt, gerade so in der Vorschau. Oh, jetzt fährt er rein, Freunde, jetzt fährt er rein. Mann. Also, Rennkit wählen. Angebot noch 2 Tage. Was heißt Angebot noch 2 Tage? Was ist denn das? Ja, werden noch Sonderangebote verteilt. New Play. Ach, Uplay.
Also, Starter-Kit, Stufe 40, kaufe ich mir, jetzt einfach mal so, und jetzt kommt er unter die Haube, unter die Schraube. Eieiei, alles in Gold. Naja, jetzt bin ich jetzt enttäuscht. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Was soll das? Obwohl, naja, ja. Kann man die nochmal rumdrehen hier, die Kiste? Oh ja, alles klar. Freunde, das ist eine Maschine. Jetzt ist es, was ein bisschen schade ist. Was heißt denn hier Aufkleber? Was geht das wieder los? Ah, oh, den Aufklebern. Freunde, 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 das kann ich nicht mehr sehen. Kannst ja auch schon gekaufte drauf machen. Nee, das ist jetzt folgendes. Ich zeige euch jetzt nicht, wie ich das jetzt einzeln alles aufklebe. Ich mache kurz ein Päuschen und bin gleich wieder da und dann sehen wir, wie ich ihn gestylt habe. Freunde, da ist er. Da ist er. Der Mini. Original. Ein bisschen schlicht. Ja. Aber so mag ich es. In dem Fall. Ja, sogar schön abhusten immer. Und was ein bisschen schade ist, man kann die Scheiben nicht tönen. Ja. Aber gut. Sonstige Anbauten kann man leider auch nicht machen. Das ist ein bisschen schwach. Beim nächsten Mal. Au! Oh, entschuldigt. Nee, kann man nicht. Man kann nur. Oh, ich habe noch ein bisschen was im Petto. Ah, das muss man kaufen. Man muss praktisch noch. Aha. Jetzt war ich schon zu früh dran hier mit meinem. Da gibt es ein Steuergerät. Hätte ich was da? Bonus, Einspritzanlage, hätte ich auch was da. Aber ich habe kein Geld mehr da. Ansaugsystem. Das gibt mal richtigen Boost. Man kann es bis Stufe 42 auch kaufen, sehe ich gerade, Doggy. Das geht schon. Ja, hört er jetzt gerade nicht, aber es macht nichts. Okay, da machen wir das jetzt so. Ich nehme mir doch ein bisschen was mit hier. Steuergerät. Das sieht auf jeden Fall ziemlich massiv aus. Gibt ein paar Punkte. Kauf mal. Und mehr geht auch nicht. Ja, keine Kohle mehr. 743 Fahrzeugstufe, Doga. Das ist natürlich nichts, ne? Das heißt, da müsste ich wieder irgendwelche Missionen... Ja, nicht Missionen. Na, Missionen auch, ne? Oder irgendwie... Kleine Sprints, Sprünge, sonstiges machen. Ja, Doga hat sich abgelegt. Ist, glaube ich, raus. Macht aber nichts. Sieht auf jeden Fall massiv aus, der Mini. Gefällt mir gut. Und wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir uns auf jeden Fall nochmal ein paar PvP-Rennen oder irgendwas anschauen. Bis dahin, bleibt schön sauber. Ciao, ciao.